Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir, von mir, Gameplays als Hobby, und wir spielen dieses Spiel auf tödliche Obsession. Wir sind in ein Grab runtergegangen und gehen noch weiter runter. Schauen wir mal, was wir da unten so alles finden. Außer diese Steinstatuen. Da geht's lang. Auf geht's. Ich denke, wir haben hier alles. Ne, wir haben hier noch vor uns so gesehen ein Herausforderungsgrab. Ein Überlebensversteck. Nur habe ich jetzt noch keins gesehen. Schwimmen wir nochmal zurück. Okay, komisch, komisch. Ach so, jetzt so gesehen vor uns rechts. Da drin wahrscheinlich. Da kommen wir hier so nicht rein. Ein bisschen schneller. Die Statuen machen mir so ein bisschen Angst. Zumindest frage ich mich, wieso sehen die Statuen so anders aus, als die Statuen, die die Mayas und Azteken sonst so machen. Oder Inka, wie auch immer. Was da mal was Neues. Yucateco, ein Darstellung der Götter... irgendwas. Das sind der König und die Königin von Mictlan, der Unterwelt in der aztekischen Mythologie. Mictlan Tecuhtli war unter den mit dem Tod assoziierten Göttern der bedeutendste. Er wurde häufig als Skelett mit Augäpfeln dargestellt und nahm sich unter anderem der Seelen der Verstorbenen an. Seine Gemahlin Mictlecacautli stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu Ehren der Toten, den Vorläufern der modernen Dia de Muertos-Tradition. Okay. Jetzt sind wir wirklich bei den Azteken. Was machen jetzt die Azteken hier? Ja, auf jeden Fall sehen die Menschen ganz anders aus als von diesen Indianerstämmen. Hallo? Von daher machen sie mir so ein bisschen Angst. Wer hat die Menschen da entweder versteinert und dann da runtergesetzt oder... keine Ahnung. Oh, eine Karte. Okay. Okay, okay, okay. Oh, die Karte hat schon mal einiges aufgedeckt. Aber wirklich einiges. Ich meine, wenn ich da unten schon sehe, dass wir hier 145 Sachen oder sowas finden können. Ah, da unten ist Überlebensversteck, siehst du? So, haben wir hier denn sonst noch irgendetwas? Nö, ne? Auch kein Erz oder so. Ich sehe ja zumindest kein Erz. Gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Ich habe hier jetzt alles, ne? Ja. Die sehen komisch aus. Ach, hier sind die auch. Komische Sache. Wer hat die hier hinten auf, hier unten erschaffen oder hingestellt oder sowas? Verstehe ich nicht. Aber laut dem Artefakt, was sie gerade gefunden haben, ist das hier gerade alles aztekisch. Wie auch immer jetzt die Azteken hierher kommen. Wie ist die Farbe so komisch? Achso. Hier war vor kurzem schon jemand. Deswegen ist es Feuer an oder woher will die das jetzt wissen?
Ein verstärktes Messer. So ein Mist. Auch ein verstärktes Messer. Scheiße. Wir müssen nochmal hierher kommen. Im Voraus schon mal alles erkundschaften, es wird auch nicht so gut das immer. Das hier habe ich gesucht. Ja. Aber natürlich. Schauen wir mal, was drin ist. Die Leichen sind immer noch dieselben wie sonst überall auch. Überreste. Mankos Stiefel. Stiefel mit Pelzbesatz getragen von Manko, der Bauernretter. Die Geheimnisse der vier alten Krypten im Paititi enthüllen. Oh, okay. Vier Stück? Und Paititi. Also sind wir irgendwie bei Paititi irgendwo. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir können wieder raus und später nochmal hierher kommen, weil wir die zwei Dinger da nicht aufmachen konnten. Blöde Scheiße. Na gut, okay. Dann machen wir hier nochmal diesen Sprung. Woohoo! Zwei von vier. So, haben wir denn hier noch irgendetwas? Ein Überlebensversteck hier oben links, wo ich hin muss. Hier hinten waren wir jetzt schon überall. Ich glaube, hier waren wir jetzt mittlerweile auch. Dann kämen wir jetzt, glaube ich, zum Hauptziel. Einen Speicherpunkt gab es jetzt leider bei dem Grab auch nicht. Das ist natürlich bescheuert. Komm schon. Oh. Ich kann sie hören. Ich kann Leder klauen. Haut. So, was haben wir denn hier? Hallo? Als ob man das nicht lösen könnte. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Huh? Okay. Trinity. Okay. Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. So sehe ich doch nichts mehr. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht
euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Dir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Nicht sehr gesprächig. Das ist unglaublich. So, das kennen wir von meinem Benchmark-Tests-Video. Verborgene Stadterrungenschaft. Unuratu auf dem Markt treffen. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich mache mich mal an. Blaue Reihertunika, ein Outfit in den offiziellen Farben der Familie der entthronten Königin Unuratu. Okay. Stimmt, ich habe nur Klamotten an. Ich kenne deinen Namen nicht. Ich muss dir, denke ich, mal folgen. Entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Hey. Boah, was eine Umgebung, ey. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen.
Gabil, Ja, in Wochen. Kujali, Kelechelo, Wakao, Janko, Sumen, Lachino. Ich weiß, da ist eine Kiste und da ist eine Karte, aber wir laufen jetzt erstmal mit. Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Auf jeden Fall kenne ich die Welt von meiner Freundin und die ist verdammt groß. Sieh dich um, wenn du willst. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Der Kult verstärkt die Wachen. Knackarsch? Knackarsch. Als Frau muss man doch auf sowas gucken, oder? Also ich spiele ja eine Frau, ne? Ich verstehe. Wunderschön. Hallo. Ein Händler. Sehr schön, da gehen wir gleich als erstes hin. Da auch? Okay. Ein Mülleimer. Oh, jetzt kann ich schnell laufen. Was ist hier los? Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde.
Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du... So, ein Foto. Dr. Dominguez stammt ursprünglich aus Paititi, wo Trinity seit dem 17. Jahrhundert eine Präsenz unterhält. Das einstige Oberhaupt des Hohen Rates, ein italienischer Kardinal namens Gualtiero de Luca Dominguez, sah großes Potenzial in dem kleinen Jungen und bildete ihn wie einen Sohn dazu aus, seine Nachfolge anzutreten. Er stieg in den Reihen von Trinity auf, bis er schließlich zum Oberhaupt des Hohen Rates wurde. Er verbrachte den Großteil seines Lebens außerhalb von Paititi, wobei er zwar häufig dorthin zurückkehrte, aber nie lange blieb. Sein richtiger Name ist Amaru, aber als Hohepriester des Kultes in Paititi wird er von vielen nur mit seinem Ehrentitel angesprochen, Kukulkan. Er brachte den Schlüssel von Chakchel aus Cozumel zurück und versicherte seinem Volk, er würde ihn zu dessen Schutz verwenden. Amaru will die Schatulle von Ixchel in seinen Besitz bringen, um Paititi vor den zunehmenden Gefahren der Außenwelt zu beschützen. Er liegt aber bereits der Verlockung der Macht, der Möglichkeit, die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu erschaffen. Heieieiei, okay. So, das ist natürlich mal eine Überraschung, dass er eigentlich hier sowas wie ein Gott, wie eine Gottheit spielt. Sehr interessant, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Auf jeden Fall werden wir erst mehr ab dem nächsten Teil sehen, denn wir sind schon an der Aufnahmepause. Es war jetzt leider viel Video, aber dafür auch interessantes Video. Und das ganze Gameplay kommt dann erst im nächsten Teil wieder. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen und lasst doch gerne ein Abo hier. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder, wenn es heißt Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit von Nöher Gameplays als Hobby. Ja, viel Spaß. Tschüss.